EM-Qualifikationsspiel. Die Färöer-Insel oder Färöer-Inseln gegen Malta. Und Färöer gewinnt. Sie gehen in der 71. Minute 1-0 in Führung. Baldivisson mit den 1-0. Es war. Ja, es ging das Spiel. War jetzt kein Top-Fußball, muss ich so sagen. Färöer-Inseln haben 9 Schüsse in Richtung Tor, Malta 14. Dafür hat Färöer 3 aufs Tor, Malta nur 2. 61% Ballbesitz gehen nach Färöer, 39 nach Malta. 600 Pässe von den Färöer-Inseln, 390 von Malta. 86% Passgenauigkeit für die Färöer-Inseln, 81 für Malta. Beide Teams haben 12 Mal gefoult, währenddessen Malta bei den 12 Fouls 2 gelbe Karten gesehen hat. Was macht das in der Tabelle? Dadurch, dass die Färöer-Inseln jetzt gewonnen haben, sind sie nicht mehr Letzter, sondern nur noch Vorletzter mit 3 Punkten nach 8 Spielen. Und Malta hat es jetzt geschafft, von Vorletzten, also von 5. auf den 6. zu rutschen, mit 8 Spielen und auch 3 Punkte. Glückwunsch an die Färöer-Inseln.